Ja, moin und herzlich willkommen wieder zu einer Kurzausgabe vom Gartenland. Ich hoffe, ich kann mich kurz fassen. Ich bin schon wieder ein bisschen. Ich habe schon wieder Puls, ne? Also. Ach Mann, ey, es gibt wirklich so Menschen, ey, den könntest du den ganzen Tag nur eine Fresse hauen, aber. Naja, weißt du, da habe ich so einen gehabt. Der hat mich angeschrieben, Hecke schneiden. Irgendwie, keine Ahnung, hat mir nur irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie ein Foto geschickt oder so. Und ob ich mir das angucken komme, ich sag, Mensch, für so ein Pümmelkram da, also ich habe es ein bisschen netter ausgedrückt. Ich habe gesagt, ja, für so einen kleinen Kram, also ich kann nicht überall hinfahren, ne? Ich sag, Mensch, rechnen Sie den und den Stundenlohn, Entsorgung dazu, ab irgendwelche Zahlen, also was heißt irgendwelche Zahlen, mein neuen Stundenlohn und Entsorgungsgebühren. Und ja, wir haben das dann alles gemacht. Ich sag so, komm, weißt was, hier 150 Euro und dann ist gut, ne? Ja, waren sie auch mit einverstanden, alles bezahlt, alles wunderbar. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt nach 2-3 Wochen schreibt er mich an so, ja, also ich habe hier nochmal so gerechnet und irgendwie finde ich den Preis, das war nicht so ganz gerechtfertigt. Es hieß ja 40 Euro die Stunde. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich denn jetzt 150 Euro nehmen würde. Überleg das mal. Also, ich weiß jetzt nicht. 2 Wochen her oder so. Hätte auch gleich an dem Tag, ne? Hätte sagen können, wie 150, ne? Wie kommst du denn auf die Summe oder so nach dem Motto? Ich sag, mein Gott, ich sag, wir haben 1,5 Stunden da gearbeitet mit 2 Mann. Ich sag, das sind 3 Arbeitsstunden. Mal mein Stundensatz von 40 Euro, sind 120 Euro. Ich sag 25 die Entsorgung. Ich sag, dann habe ich aber noch keine Anfahrt mit dabei. Der große Anhänger, der kostet normal separat, wenn wir damit angerückt kommen. Das kommt noch dazu. Werkzeug, ein bisschen Gebühr. Also ich hab ihm das geschrieben. Ach, so einer sind sie. Irgendwelche Preise sagen und im Nachhinein dann noch was drunter setzen. Also, ja Leute, ey. Ja, die glauben alle, man kommt jetzt und macht das alles für 10 Euro, nimmt den ganzen Grünschnitt, das war irgendwie ein Kubik Grünschnitt oder etwas über ein Kubik, entsorgt das auch noch alles und ne, kassiert dann 10 Euro und sagt, oh, danke, 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 rufen Sie mich bitte wieder an und so. Leute, das ist doch jetzt, ne? Klar, ich hätte ihn noch auflisten können, so hier, ja, ein bisschen Anfahrt kommt dazu und ein bisschen Werkzeuggebühr und dann fing er an, ja, nee, das waren ja nicht 1,5 Stunden, das war ja nur eine Stunde, ne? Ja, da gehen jetzt wieder die Meinungen auseinander, ey, das, ne? Gleich, zack, so wie was, 150 Euro, ne? Können Sie mir das mal eben kurz vorrechnen, dann hätte ich gesagt, ja, das und das und das und dann hätte man da ja trotzdem nochmal eben drüber sprechen können. Aber jetzt nach 2 Wochen, was weiß ich, ob wir jetzt eine Stunde oder 15 Minuten oder 1,5 Stunden oder. Fakt ist doch, dass es für 150 Euro, wenn da 2 Leute anrücken, mit einem Zugfahrzeug und mit einem großen Anhänger und Werkzeug auspacken. Es gibt Firmen, die nehmen mal eben pauschal 80 Euro Anfahrtsgebühr. Dann kommt nochmal irgendwie der Servicewagen dazu oder weiß der Geier was. Dann kommt nochmal der Anhänger separat nochmal, keine Ahnung, mit 15, 20 Euro nochmal dazu. Dann kommt nochmal Werkzeuggebühr 15 Euro oder 20 dazu. Also es läppert sich und ja, klar, irgendwo, vielleicht habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht, ja, weil ich jetzt nicht jeden kleinen Posten aufgelistet habe, was da vielleicht noch zukommen könnte, weil. In der Regel sich keiner über 20, 30 Euro jetzt Gedanken macht oder so, ne? Oder wenn, dann direkt vor Ort mir das sagt und sagt, ist das nicht ein Ticken viel oder so? Und dann kann man sagen, ja, das und das und das und das und das. Und dann kann man immer noch sagen, ja, aber das und das haben sie ja mir vorher gar nicht gesagt. Oh ja, stimmt, ne? Stimmt, okay, ja, ja, kommt aber natürlich eigentlich, ist das bei jeder Firma so, ne? Dass da sowas dazu kommt. Ja, ja, es ist, ach Gott, ey. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt hier über Tausende von Euros reden oder 500 Euro oder so. Es geht hier um 20, 30 Euro, ne?
Oh Gott, also ihr könnt mir jetzt schon glauben, dass der nicht mehr bei mir anrufen braucht. Das ist halt so, ne? Und ob das jetzt klar Negativwerbung ist, weil der natürlich rumerzählt, ja, der Bayerisch, oh hier, ne, da musst du aufpassen, du, der erzählt dir irgendeine Summe und nachher ist das Dreifache. Ist ja nicht so, das sind 20, 30 € jetzt gewesen. So eine Pauschale für den Anhänger und für das Werkzeug und also, ja. Gut, hätte ich direkt vor Ort, hätte ich natürlich dann, aber ey, wir machen im Moment so viele Aufträge, da macht man sich eigentlich über sowas gar keine Gedanken. Ne? Da geht man einfach irgendwie auch von aus, ne? Das ist immer mal ein Ticken teurer. Also, wenn ich überlege, mein Dach, ne? Ich habe mir mein Dach machen lassen. Das sollte irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, eine Summe von 14.000, 15.000 werden. Das waren nachher 18.000. Ja, ich gehe doch jetzt auch nicht hin und sage, ja du, aber hier, ey, ne? So, dann ist eben halt so, mehr Aufwand, tralalalalala, die Liste wird länger und unterm Strich sind es halt 3.000 mehr. Und irgendwie für 1.000 € lag hier noch Material, wo die gesagt haben, ja, das brauchen wir nicht mehr. Das ist über. Ich sage, ja, Leute, was denn wie? Über. Ich sage, das sind 1.000 €, die da liegen. Ja, das ist, wenn wir uns mal verschneiden oder so, ne? Dass wir dann so eine Platte oder ein paar Platten in Reserven haben. Ich sage, ja, das knallen die euch heutzutage einfach mal eben so in die Fresse, ne? Und sagen, jo, so, da liegt der Scheiß. Und ich sage, ja, was soll ich mit dem Scheiß jetzt? Jo, sagen sie, kannst doch deinen Schuppen mitmachen. Ich sage, das ist natürlich nicht mehr ganz dicht oder was? Klar, man kann sich da jetzt dann mit den Leuten drüber rumstreiten und ärgern und es geht dann nachher hin und her und wisst ihr was, ey, ich kann nur hier so beide Mittelfinger hoch machen und sagen, leckt mich alle am Arsch. Ne? Genauso wie mit dem jetzt. Ich habe mich jetzt mit dem geeinigt und will dann auch nie wieder was von dem hören. Also der braucht auch nie wieder dann anrufen und sagen, kannst du doch noch mal wieder die Hecke schneiden? Nee, dann ist finito. Ne? Also wenn ich mich jetzt schon wegen 20 € oder 30 € streiten muss, dann werde ich das sicherlich das nächste Mal nicht schon wieder machen, weil dann wieder 5 € zu viel oder zu wenig oder sowas berechnet sind. Das ist dann für mich so, weißt was, dann schneid deine Hecke selber oder such dir einen, der das tatsächlich noch für weniger Geld macht, ne? Aber für weniger auf Rechnung behaupte ich jetzt mal schon, da fährt erst gar keiner für hin. Wer fährt denn für 80 € noch irgendwo hin? Und nimmt noch einen Kubik Grünschnitt mit und fährt das noch zur Deponie, stellt sich da noch an, entsorgt das. Also Leute, dass die Leute nicht auch selber irgendwie mal nachdenken können und eigentlich zufrieden sein müssen, dass das ne, wenn da zwei Leute mit Fahrzeugen und Werkzeugen anrücken und das ganze Zeug noch mitnehmen und wir haben wirklich sauber gearbeitet, dass 150 € doch jetzt nicht zu viel verlangt ist, wenn da eine Firma anrückt, ey. Also solche Leute, ne, die müssen wirklich eigentlich ein Tausender nach dem anderen bezahlen müssen, wenn irgendwas ist oder so, dass die einfach mal lernen, dass jemand, der ganz normal arbeitet, nicht für 30 € hergeeiert kommt und die Hecke schneidet oder so, ne, und das alles auch noch mitnimmt und sagt, komm, gib mir 20, ist auch noch in Ordnung oder so, ne? Also Leute, ey, da platzt mir der Kragen, ey. Das hier, weiß ich nicht. Wenn ihr ein Paket bestellt oder eine Palette, was irgendwas was auf eine Palette angeliefert werden muss, dann kostet das mindestens 80 € die Lieferung. Weißt du, und dann so wegen 20, 30 €. Ne? Ich habe letztens 20 € bei der Tankstelle verloren. Sagt meine Frau zu mir, ja, fahr doch wieder hin oder so. Ne? Vielleicht liegt das da ja noch irgendwo oder. Ich sag, meinst du, ich eier jetzt wegen 20 €? Ich sag, bestimmt liegen die da noch irgendwo rum. Bestimmt hat jeder, der daran vorbeigegangen ist, die 20 € da einfach liegen lassen oder so. Ich sag, ich setz mich doch jetzt nicht ins Auto, eier da hin. Ich sag, es war schönes Wetter und so. Ich sag, nee, habe ich keinen Bock drauf, sag ich. Da hat die bei der Tankstelle versucht anzurufen. Zum Glück ging da keiner ans Telefon, ey. Und ich konnte das gar nicht glauben, dass ich jetzt auf. Das hört sich jetzt so an, so, ne, was kostet die Welt und so, ne, aber
ich habe einfach nicht diesen nervigen 20 beschissenen Euro jetzt noch durch die Gegend wieder zu eiern, in der Hoffnung, dass die da noch irgendwo liegen oder so. Also, das hake ich ab und denke da gar nicht mehr drüber nach und denke, naja gut, hast du heute halt eine halbe Stunde umsonst irgendwo gearbeitet, ne? Das ist so, mal gewinnt man, mal verliert man, ey. Also, oh, das ging mir so auf den Geist. Jetzt habe ich hier 2 Tage mit dem Typen hin und her geschrieben. Ich sag, ja, komm, wir, ne, das kriegen wir gebacken. Und ja, aber, und oh, er fing immer wieder an und so. Ne? Ich sag, ja, ist ja gut jetzt. Ne? Ich sag, wir regeln das und schwamm drüber. Mann, also wegen 20, 30 Euro, ey, das ist ja so, als wenn es um 5.000 Euro geht oder so. So nach dem Motto, ich habe 5.000 gesagt, will dann aber 10 haben oder so. Wir haben jetzt auch einen Auftrag gehabt. Ja, dann kam halt dazu, wir sollten noch irgendwelche Randsteine setzen, weil da sollen Beete entstehen. Und das ist natürlich ein mega Mehraufwand, was vorher gar nicht einkalkuliert war. Wir haben noch so ein paar Sachen gemacht. Oder wir haben schon die ganze Fläche abgezogen. Wir wollten pflastern. Dann hieß es, ja, ich will da eigentlich noch so 50 cm Beet hin haben und so. Ne? So in Randsteine gesetzt und so. Dann haben wir die ganze Scheiße wieder aufgerissen. Wir wären schon bestimmt 6 Stunden eher fertig gewesen mit dem ganzen Auftrag. So, ja, jetzt habe ich aber vorher natürlich schon gesagt, das kostet so und so viel. So, jetzt müsste ich normalerweise ja wieder locker, keine Ahnung, diese 6 Stunden, ne, also ich sag mal jetzt ungefähr, keine Ahnung, 300, 400 Euro nochmal oben auf meine Höchstsumme nochmal draufpacken, aber ja, ja, normal müsste man es natürlich machen. Ne? Ist natürlich ein Mehraufwand. Und am Strich kamen wir eigentlich ganz gut hin. Also das passte noch ins Budget mit rein, sag ich mal. Aber wenn es knapp gewesen wäre jetzt mit dem Budget, dann hätte ich natürlich sagen müssen, so, ich muss aber nochmal auf die Summe nochmal 300, 400 Euro draufpacken für diese ganzen Extra-Arbeiten, die zwischendurch noch, ja, die uns eigentlich ziemlich zurückgeworfen haben, ne? Wäre sicherlich auch kein Problem gewesen, aber das ist so, man tut und macht immer für die Leute. Und was ist der Dank, dass die irgendwie in einer Woche anrufen und sagen, da sind aber 3 Pflastersteine, da stehen, die stehen aber ein bisschen hoch und der eine steht ein bisschen runter, da müssten sie nochmal herkommen und das nochmal alles wieder neu machen oder irgendwie sowas. Wo du denkst, ja genau, dafür haben wir 6 Stunden unsere Zeit verschwendet, dafür, dass ich jetzt nochmal wieder hergeeiert kommen kann, weil da irgendwo 3 Steine vielleicht nicht richtig liegen oder sowas, ne? Oder weil einer abgesackt ist, oder ich weiß es nicht. Ja, also man glaubt immer so, wenn man so Firmen sich bucht oder so, da muss immer alles, klar, es muss vernünftig sein alles. Ne? Also wir haben auch vernünftig gearbeitet, die Hecke geschnitten jetzt zum Beispiel und so. Hätte ich jetzt irgendwo krumm und schief alles geschnitten und der hätte gesagt, Mensch, also soll das so bleiben? Also ist das fertig? Und ich hätte gesagt, jo, das ist gut so. Dann, ne, oder hätte irgendwie mich total verschnitten, dass man sagt, okay, ne, jetzt, das war ein bisschen scheiße. Dann sage ich aber von mir aus, pass auf, du, anstatt 150, ich mache nur ein Huni oder sowas, ne, oder man kann sich ja immer einigen oder so, das ist ja kein Problem. Aber jetzt nach 2 Wochen ankommen und so wegen 20, 30 Euro rumfalschen, ne, oh, Mensch, ja, ich kann auch jetzt nicht wegen jedem Scheiß, ich habe das alles vorher nicht gesehen, ich habe ihnen da irgendwie so eine Summe genannt, so einfach mal unseren Stundenlohn und was Entsorgung kostet. Ich setze mich ja nicht jetzt hin und sage, pass auf, unsere Stunde kostet das und das, also wenn wir mit 2 kommen, kostet das 80 Euro, wenn wir mit 3 Mann kommen, kostet es 120 Euro die Stunde und ein Kubik kostet 25 Euro Entsorgen. Wobei ein Kubik Entsorgen für 25 Euro ist natürlich ein Witz, ne? Also das ist kein Geld für ein Kubik Entsorgen, Grünschnitt. Nur ich rechne eben halt einfach pauschal immer pro Kubik. Normal müsste ich eigentlich sagen, 1 bis 3 Kubik kosten eigentlich 35 Euro pro Kubik. Ab 3 Kubik kostet es nur noch 25 Euro oder sowas. Aber das ist mir zu tüdelig, deshalb habe ich gesagt, komm her, ne, 25, weil normal lade ich nicht 1 Kubik auf, sondern wir haben immer eigentlich den Anhänger voll, also immer so 4, 5, 6 Kubik drauf. Deshalb ist 25 Euro für 1 Kubik entsorgen natürlich ein Witz. Aber
Das habe ich eben halt zu denen gesagt, dass ein Kubik 25 Euro kostet, aber normal ist natürlich wegen ein Kubik entsorgen, das ist dieser Aufwand, ne? Weil wir fahren dann zu zweit noch eben zum Entsorgen, das war jetzt, ne, 10 Minuten entfernt ungefähr oder 5 Minuten oder sowas, aber dann steht man da eben halt an, also es ist mal eben wieder eine halbe Stunde Zeit weg, mit zwei Personen ist schon wieder eine Stunde Zeit weg. Das kann ich natürlich mit 25 Euro gar nicht, ne? Eine Stunde kostet bei uns 40 Euro. Wenn ich jetzt aber 25 Euro fürs Entsorgen nehme, ja, da geht die Rechnung schon nicht auf, ne, wenn wir mit zwei Mann zum Entsorgen fahren. Weil der Subunternehmer, der dabei ist, der möchte natürlich pro Stunde bezahlt werden. Und der sagt jetzt nicht, na gut, wir fahren zur Deponie. Das ist ja kein Arbeiten, da möchte ich kein Geld für haben. Sondern der sagt einfach, du, meine Zeit läuft. Ne? Also deshalb, ich verstehe es nicht, ey. Ich glaube, ich werde in Zukunft auch einfach Festpreise machen oder so. Meistens mache ich das. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt voll Vogel. Meistens mache ich das ja auch mit Festpreisen. Aber ab und zu ist das eben halt so. Ich hatte schon ein komisches Gefühl bei dem Kunden. Schon so dieser Schreibverkehr oder so, ne? So, das war schon. Deshalb habe ich noch einen Stundenlohnpreis gesagt. Weil es gibt ja so Kunden, da schneidet ihr eine Hecke und sagt, jo, das ist schick. Und der Kunde kommt dann raus und da könnte nochmal so ein Zentimeter runter und können sie nochmal überhaupt in der Höhe nochmal 5 mm runter und wo ihr dann nachher so viel Zeit reinsteckt, dass ihr gar nicht mehr mit eurem Festpreis hinkommt. Weil die Kunden dann anfangen, naja, ich zahle ja nur 500 Euro, ne? Dann kann ich ihn ja auch ein bisschen muddeln lassen oder so, ne? Und dann seid ihr nachher bei so einem Stundenlohn von 15 Euro angekommen, weil der hier noch ein Blatt und da noch ein Millimeter und da noch ein bisschen anders und da ruhig noch eine kleine Welle reinschneiden und also das ist echt, oh, ich hasse das, ne? Also ich bin keiner, der jetzt wirklich hier auf Teufel komm raus irgendwelche Kunden bescheißen will wegen 20 Euro oder so ein Blödsinn, ne? Also ich habe auch schon oft genug einen Festpreis gesagt und habe mich dann selber verhauen, wo dann eigentlich der Kunde eigentlich denken musste, Mensch, da hat er sich jetzt aber, das war ja günstig, ne? Oder dann kommen sie meistens ja auch noch an, so, ich habe hier noch 5 Säcke mit keine Ahnung, mit Grünzeug, können sie das auch noch mit entsorgen? Dann sagt man natürlich, ja, komm, schmeiß mir drauf, da ist gut, ne? Will ich nichts für haben oder so. Ah, und dann aber dieses Erbsenzählen, ne? So, ja, da sind aber 3,50 Euro ja zu viel berechnet worden. Wisst ihr, fahrt mal in eine Autowerkstatt. In eine Autowerkstatt? Ja, in eine Werkstatt. Mit eurem Auto. Jedes Mal, egal was am Auto gemacht wird, steht immer irgendwie so 4, 5 Euro für Kleinmaterial drauf. Oder 2,50 Euro für Reiniger. Wisst ihr, die sprühen da dreimal irgendwo Reiniger dran für 10 Cent, aber schreiben euch auf Rechnung irgendwie 2,50 Euro rauf oder sowas, ne? Also das ist Wahnsinn. Also, ey, ich hab die Schnauze voll, ey. Also, wenn ich, glaube ich, 10 solche Kunden habe hintereinander, dann schmeiße ich mein Gewerbe hin, ey. Dann sollen die alle ihren Scheiß selber machen, ey. Blöden Ärsche, ey. Das ist jetzt zu doof, selber so eine Hecke zu schneiden, ne? Aber, ach, nee, ey. Nee, man kann sich nur aufregen, ne? Und das war echt eigentlich eine relativ gut zu schneidende Hecke. Also das hätte der Typ auch echt selber machen können. Aber nee, komm, lass, ne? Ich habe mich jetzt mit dem geeinigt hier. Ich regel das jetzt hier noch ein bisschen so und dann ist, dann hat er sich für mich erledigt. Also, ne, der braucht sich dann auch nicht melden. Das ist dann so, dann ist auch vorbei, ne? Also der hätte jetzt sagen können, Mensch, ich hatte gesehen, Mensch, eigentlich war es ein bisschen teuer, aber na gut, lassen wir mal so sein, ne? Aber beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen, muss ich mal vorher einen genaueren Preis haben oder so. So läuft es in der Regel ja ab. Aber es gibt eben halt so Leute, die pochern dann drauf und wollen alles ganz genau und warum jetzt irgendwo da 5 Euro noch mehr waren. Und ey Leute, wisst ihr, ich fahre meinen Sprit, ich eier dahin mit Anhänger, kurv da rum, alles eng und scheiße. Dann hat es auch noch angefangen zu regnen und
nicht, dass die sagen so, ach Mensch, komm, Mensch, die, das war auch, ne? Das musste natürlich auch alles schnell passieren, ne? Nicht irgendwie so, ja, eigentlich haben wir im Moment keine Zeit. Und dann kommt immer dieses, ja, aber eigentlich würde ich das ganz gerne jetzt schnell erledigt haben. Und dann sagt ihr, ja, pass auf, wir kommen dann irgendwie, wenn wir den Auftrag da eben fertig haben, kommen wir noch mal eben abends rumgefahren und machen das noch mal eben fertig. Das ist ja auch echt, ne, so undankbar, ne? Und vor allem an den Tag, wo wir das gemacht haben, nett und freundlich und boah, das habt ihr super gemacht, ja, wunderbar, alles toll, alles geil und so. Ja, nee, können wir uns dann wieder melden und so, ja. Und dann, ja, macht ihr das dann, das und das da und ja, können wir dann machen und so. Und, wisst ihr, also eigentlich schon so wieder so, so wollen uns schon wieder Folgeaufträge geben, wo ich sage, ja, können wir ja das nächste Mal dann machen und so. Ja, super und so, das wäre gut und dann haben wir jemanden und... Ja. Dann muss man sich halt beim nächsten Mal jemand anderen suchen. Mich auf jeden Fall nicht mehr. Also wenn ich da wegen 20 Euro jetzt immer so ein Terz habe oder so eine Scheiße wegen so einem Kram, dann weiß ich, beim nächsten Mal ist wieder irgendein Terz und wegen 20 Euro habe ich auf Terz keinen Bock. Dann sollen die das selber machen oder sich irgendjemand anderen suchen und mit dem Terz haben. Dann kommt der auch nicht mehr wieder und irgendwann klingelt wieder bei mir das Telefon. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal mitgemacht. Dann kommen die ganz kleinlaut an und sagen so, Tag, Herr Böllig, ja, Sie haben ja bei mir da mal was gemacht. Und dann sage ich, ja, ja, da war ja auch so ein bisschen so Unklarheiten. Ja, ja, das ist ja alles vergessen und so. Aber ich hätte jetzt hier so einen Baum oder eine Hecke oder dies oder das oder könnten Sie da hinten so einen Zaun setzen bei mir und so. Und dann denke ich immer so, ey Leute, also damals habt ihr angerufen hier auf den Sonntag, dass ich sofort herkommen muss und hier liegen drei Blumenpötte, so von wenn ihr Pflanzen kauft. Die kamen gar nicht von mir, die lagen da vorher schon im Garten. Die hatten wir nur beiseite geräumt, weil die in so einem Beet drinnen lagen. Er meinte, wir hätten die da irgendwie, ich sag, also, ja, weiß ich nicht. Ich sag, letztes Mal lief das nicht so gut und so. Und dann, ja, nee, das ist schon gut, das ist schon wieder vergessen und da kriegen wir schon irgendwie hin und so. Ne? Das ist nämlich, dann haben die Leute nämlich sowieso schon mit anderen Firmen Terz gehabt und dann haben die irgendwann keinen mehr und dann müssen die halt wieder bei euch angekrochen kommen, sage ich mal, weil die anderen alle gleich sagen, was, sie? Nee, danke, tschüss und legen auf. Und ich bin dann leider so gutmütig und sage, nee, ja, gut, ich kann ja nochmal herkommen, ne, aber ich habe keine Lust auf Terz oder irgendwie sowas. Entweder wir kriegen das in Ruhe hin und dann ist gut, aber ansonsten nie wieder. Und bis jetzt, wo ich dann auch mal das zweite Mal wieder war, ging es. Aber es gibt eben halt so Kunden, wo ich sage, nein, rote Liste braucht bei mir nicht mehr ankommen. Und der Kunde jetzt von jetzt gehört dazu. Gar keine Frage. Klar, ich gebe mir auch selber eine kleine Teilschuld, weil ich die Kosten nicht alle komplett aufgelistet habe, aber ja, Leute, ob ich jetzt ja, 120 oder 150 auf der Rechnung nachher habe, ja gut, klar, das sind so und so viel Prozent mehr nachher auf der Rechnung, dann hätte er aber auch gleich sagen können, du hier, nee, da hast du aber nichts von gesagt hier mit Anfahrt und dann kann man das immer noch gleich sagen, okay, pass auf. Stimmt, ne? Code ziehe ich dir eben runter von der Rechnung, aber ja, es sind wirklich so Summen, wo man sagt, ey, das ist mir gar nicht die Rede wert eigentlich, ne? Ich reg mich zwar jetzt auf, jetzt schon seit 24 Minuten, aber na egal. Also, es war wieder mal kein kurzer Aufreger, aber es war mal wieder ein Aufreger. So, schöne Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wir haben auf jeden Fall gestern Abend noch eine ganze Weile telefoniert. Auch ein YouTuber oder beziehungsweise jemand, der meine Filme guckt. War auch sehr witzig, irgendwann um 21:45 oder so rief er an und sagte nur so, geile Videos, geile Videos. Ich sag, was, geile Videos? Ja, ja, super, was du machst, super, alles toll oder irgendwie so. Und dann ich so, hä? Ach so, ach, bis ich dann erstmal wieder schnallen, ne? Es geht um YouTube. Ich so, ach so, ja, Videos und YouTube, ja, 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 ich habe jetzt was geguckt und so, ja, gefällt mir und so, ja, ich mache auch Gartenlandschaftsbau und dann, ja, haben wir, glaube ich, so eine gute Stunde telefoniert oder was, ich weiß es nicht mehr, oder dreiviertel Stunde.
Ja, 21:45 war natürlich ein bisschen spät mit Anrufen. Ist eigentlich schon so langsam meine Zeit, wo ich eigentlich dann langsam die Augen zufallen, aber es ging. Hat mir auf jeden Fall gestern noch gute Tipps gegeben. Also wenn du jetzt zufällig das Video guckst heute oder so, das mit diesem Split nass machen und abrödeln, das ist gut, wenn man jetzt quasi so eine Schotterfläche machen will, wo nachher nichts drauf kommt oder so, sondern einfach nur so als Parkfläche oder so sein soll oder Wege, dann ist auch schon echt ganz cool, das so ein bisschen anzufeuchten und dann abzurödeln. Das wird echt, also das verdichtet sich richtig gut. Wir müssen da jetzt aber sowieso noch hin zu dem Auftrag nochmal so ein bisschen was drüber streuen. Und ja, der Nachbar hat auch schon gleich, ja, da sollen wir auf jeden Fall auch gleich den Weg mal eben einmal mit abschottern. Und ja, deshalb müssen wir da sowieso nochmal wieder hin. Aber das ging echt gut. Also danke, beide Daumen hoch für den Tipp. Hat also auch was Positives hier meine Videos. Man kriegt eben halt, man tauscht sich halt aus. Wir haben gestern viel gesprochen. War ganz interessant. So, gut. Also, das Kurzvideo ist zu Ende, mein Aufreger ist zu Ende. Guckt auch wieder Samstag wieder rein. Thema, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt wieder mal ein Talk-Video. Ich würde gerne noch ein Video über den Jansen-Häcksler machen. Da wurde ich auch schon mal zu angerufen und gefragt. Ich habe den Jansen-Häcksler im Moment nicht hier. Der steht beim Kunden noch. Ich muss gucken, ob ich den bis zum Wochenende wieder hier habe. Ich muss gucken. Schauen wir. Vielleicht kommt also mal so ein Talk-Video und so ein kleines Update-Video zum Jansen-Häcksler. Es ging da so ein bisschen um Funktionen mit Seilwinde und wie kriegt man sowas auf einen Anhänger rauf. Vielleicht auch auf einen Hochlader-Anhänger. Das ist nämlich nicht so einfach, habe ich auch festgestellt. Also selbst mit Seilwinde ist das schon echt eine komplizierte Angelegenheit. Mal gucken, vielleicht mache ich dazu ein Video. Also, für alle, die mich gerne gucken und auch labern hören, wir sehen uns am Samstag. Macht's gut, euer Kai von Gartenland.